Richtig! Toll! Die Zwischentür können sie dann aber auch machen. Tom, du musst, kriegst das hier, das andere, das hier hat keine eigene Dusche. Nee? Nee. Wie findest du das Zimmer? Naja. Wart ihr hier schon mal drin? Nee, letztes Mal hatten wir ja das Vergnügen, in Cannes so ein schönes Kakerlakenhotel zu haben. Da waren wir noch ein Newcomer hier in Frankreich. Und dann durften alle Künstler hier drin schlafen und wir mussten zu den Energy Awards und haben da hinten in einem 3-Schlüssel-Hotel geschlafen. Wir hatten Bewohner in der Badewanne und so. Das war sehr schön. Also von daher sind wir schon froh, dass wir jetzt mal hier sind. Wie ist heute euer Plan? Was müsst ihr heute noch machen? Wir haben heute noch Proben um 10 ungefähr, aber das Venue ist hier direkt gegenüber. Und eigentlich nur Essen, Proben, Schlafen und morgen den ganzen Tag Promo. Und das ist... Aber ich find den Blick hier sehr schön. Und das sieht schon sehr schön aus. Mal gucken, wo hier bald die Partys gehen. Meins ist die da. Und dann alle Samsonite-Koffer, der Schildkrötenkoffer und alle Samsonite-Koffer ohne Kleber. Mir fehlt aber noch ein Koffer, ne? Nein, fehlt noch. Und? Willst du jetzt noch mit rein, oder? Ich will jetzt noch mit rein, ja. Und wie bist du mit deinem Zimmer zufrieden? Ist alles schön? Damn. The beef fillet. Hello. Well done, please. Okay. Yes. Bye-bye. Oh. Ansonsten, nee, wir haben wieder jemanden die Bühne so ein bisschen entwerfen lassen und so ein bisschen designen lassen. Darum müssen wir jetzt mal gucken, wie das geworden ist. Also wir haben irgendwie das so ein bisschen im Video angepasst von 1000 Meere und haben das so ein bisschen danach gestaltet. Ich bin echt gespannt, wie es geworden ist. Auf jeden Fall haben wir noch so einen speziellen Lichtfritzen mit, der jetzt irgendwie auf jeden Fall ein bisschen was zaubern soll. Stimmt? Ja. Hast du gecheckt? Also hier das G ist noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen, aber da kommt morgen früh noch mal jemand, der das kotzt. Weil ich bin jetzt zu faul, ich könnte es natürlich auch mit meinem absoluten Gehör, aber... Wir gehen durch den Haupteingang raus. In der Lobby werden schon ein paar Leute stehen und an euch rumzerren. Das werden wir versuchen zu vermeiden. Wir gehen dann zu den Fahrzeugen. Die stehen direkt vorm Haupteingang. Die Fans sind 8 Meter weiter unten. Direkt runter. Gut, dann gehen wir direkt runter. Yeah.